Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paragon. Ich bin Servus, wir sind Ankh und ich bin meinen Kollegen gerade auf den Hub gehüpft. Und dadurch bounce man so witzig durch die Gegend. Wir einmal die ganze Zeit schon so total dumm mit dem Gehüpfe rum. Keine Ahnung wer ist, aber er scheint sehr cool drauf zu sein. Die legen da mal los und kloppen hier ein paar Minions aus dem Weg. Oh Gott. Nahkämpfer und Fernkämpfer, sehr gut. Diesmal aber auf meiner Seite auch. Und ich bin nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und wir klopfen heute mal wieder ein normales Match durch. Ich würde gerne wissen, wie ihr die letzte Folge fandet, die ich schon ein bisschen zusammengeschnitten habe. Ob ihr das besser findet, wie eine komplette Match. Direkt in die Kommentare hauen. Und wenn ihr Fan von Paragon seid, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Das hilft mir ungemein weiter, weil das ist gerade zurzeit sehr, sehr wichtig in den Google, YouTube, Algorithmus gedöns. Daher Däumchen da lassen, auch wenn das erst das Anfang des Videos ist. Könnt ihr hinterher immer noch wegklicken. Oder einfach da lassen, auch wenn es doof war. Ich würde mich auf jeden Fall darüber sehr freuen. Hilft mir enorm weiter. Weil das der Algorithmus so verlangt. So, und wir gucken uns hier den Schmodderkram mal an. Minions! Was passiert, wenn du mir zu nahe kommst? Hey, dreh dich wieder um! Du kleiner Schlingel, du! Booms! Ja. Mein Skill rieselt. Wieder zurück. Das läuft doch gut hier mit dem Kollegen. Das kann ein sehr interessantes Match werden. Ja. Einfach mal in Bewegung bleiben. Das verwirrt die Gegner. Und mich. Der wird mir ganz schlecht vor dem ganzen Lauf. Aua. Was soll das Ding denn? Einfach. Bitte was? Yeah! Zwei Karten mal. Verdammt! So, ich nehme dann doch mal einen Heiltrank. Autsch. Jetzt trommelt er sich gesund, die blöde Sau. Na, er wartet Last jetzt ab. Ja. Ja, Stufe 3, wir aber auch gleich. Tolle Mutter. Und Bumsi Rums. Na. Er war quasi tot. Ich hab's versaut. Ich hab den First Blood. Den Gegnern. Also geschenkt war es nicht. Es war knapp. Ich hatte ihn ja auch fast. Alles klar. Läuft bei dir. Mann. Ja,
So. Alle Gegner sind weg, dann erledige ich sie genau das. Nöp. Au, au. So, können wir kurz noch. Ich wollte gerade sagen, ich konzentriere mich mal aufs Last Hitten oder Bam. Wollte ich das hitten? Den auch. Und den auch. Okay, hat er. Das war der Kleine. Stück, großer Stück. So, Stufe 3 und 4. Eieiei. Mein Kollege Murdoch ist aber gut dabei als Schlangenmann. Ich habe letztens im Paragon, deutschen Paragon, Gruppenforum-Dings auf Facebook gelesen. Da hat jemand die beiden Rare Murdoch-Closes gezogen aus dem Ding. Ja. Das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, schlecht, schlecht. Was habe ich mir da nur gedacht, als ich das tat? Das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Ich bin, glaube ich, am meisten gestorben im gesamten Match. Jop. Ich mache dumme Kacke. Konzentration, bitte. Konzentration. Hier. Don't do the shit. Nope. Nicht mit mir. So, Heilung. So. Vielleicht müsste nochmal ein Schwung Minions von uns kommen. Gideon. Jo. Bam. Mega gut, mega gut, mega gut. Hat jeder was dazu beigetragen und ich habe auch endlich meinen ersten Assist gemacht. Vendetta! Okay, ich muss nach Hause. Uff, dies war ganz schön brenzelig. Dit.
Was habe ich eigentlich so an Gegner? Physisch. Mischmasch. Oh, Aurora habe ich noch gar nicht gesehen. Die ist schon Stufe 7? Die verrückte. Oh, wir haben auch noch eine Aurora. Ist interessant, was hier so abgeht. So viele Teamkameraden. Oh, Gegner. Eine völlig neue Welt tut sich mir da auf. Eine völlig neue Welt. Und ich kann ja mal kurz darauf hinweisen, ich habe von Gameforge einen Key bekommen für Dropzone. Dass ich das doch auch gerne anspielen kann, wenn ich gerne möchte. Und das habe ich getan. Und das Video findet ihr wahrscheinlich hier auf der Endcard einmal. Das würde mich auch freuen, wenn ihr reinschaut mal und euch das anguckt. Es gibt einmal ein Tutorial-Video und einmal das erste Match so gegen Bots. Ich werde heute wahrscheinlich nochmal ein Match aufnehmen, wo es dann gegen richtige Spieler geht. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, weil ich gerade, Umzug ist durch, aber da sind immer noch so Sachen, die dann so hinterher schleifen und ich, versuche das gerade noch alles so ein bisschen zu organisieren, zu regeln, damit das alles passt, funktioniert und cool ist. Nope. Nee. Nicht mit Trommeln und so. Echt nicht. Nope. Nope. Das spiele ich nicht mit. Ich lasse mich hier nicht töten von dir, du Spast. Oh. Was könnte für Dings eng werden da unten? Physische Rüstung erstmal. Wir gehen heute mal nicht direkt auf Schadensmonster. Nicht gut. Aber wäre ich da geblieben, wäre ich auch drauf gegangen. Definitiv. Plattenrüstung aus Blankstahl habe ich gekauft. Irgendwie ist teamtechnisch schon mal alles irgendwo geballt. Oh, quit. Nope. Black. Alter, ich kann hier schon wieder einfach die ganze Zeit beschießen. Was bin ich denn so doof? Autsch. Der hat mir an die Wand geknallt, der Typ. Nope. Das habe ich gesehen, dass du hochgeflogen bist. Du frecher Lux. Flonk. War da gerade ein Gegner? Egal, ich will die Schwarzen hier. Flonk, danke. Flonk. What? Boah. Scharfschütze, Bitch. Bum, 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 bum. Eieiei. Ich muss mich echt ein bisschen steigern hier. Dreimal tot, das ist echt ein bisschen peinlich. Ich sollte nicht mal alleine sein. Eine ganz, ganz doofe Angewohnheit von mir. Alleine zu kämpfen. Von Quaystone halt so gewohnt und vom mittleren Pfad. Das ist einfach so ein bisschen drin. So, was hat denn Gideon so für... Ja, scheint auf Schaden zu gehen. Und Leben, okay. Damit er nicht immer instant down ist. For real.
Hey, 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 was ist denn da los im Wald? Oh, hi. Na, ihr Schlingel. Ich hab gesehen, ihr wollt an meinen Turm ran, aber da bin ich voll dagegen. Bonk, 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 bonk. Manchmal, aber nur manchmal, schlage ich dir den Schädel ein, du blöde Sau. So. Schön den Weg freigeräumt. Oh, fuck, fuck, fuck. Tada! Hey, oh, hi, Futter Aurora. Aurora, 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 Aurora. Autsch. Das war ein dezenter Hinweis zu gehen. Dann quer über das Schlachtfeld geprügelt. Sollte man mal kurz gehen. Innehalten, Heiltränke holen, eine Karte kaufen, damit man nicht sehr so viel Aura bekommt. C, Achtung, auf dem Weg nach links. Bam, 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 bam. Ist ein schönes Match, sind aber auch schöne Teams. Gut. Aber wir assisten mehr. Oh. Ich keiner noch vorbeigelaufen. Let's kill it. Ja. Ja. Auch wieder nicht. Fuck. Wollte den Ultimate skillen. Zack. Mogololol. Yeah, dreimal meins. Dum, 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 dum. Ja, Gideon ist auf dem Weg nach rechts. Oh nein, komm mal! Oh, der Paladin lebt schon wieder. Ich hab ihn erst getötet. Zack. Damit hätte ich am wenigsten meine Rüstungskarte voll. Ich move to the Mitte. Ich move to the Mitte. Leute! Verteidigen! Nope. 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 Bonk. Okay, du gehst zurück, ich mach dich hier tot. Ah, schade. Also, ein paar geile Dinge hätte was gebracht, wäre ich nicht ganz so alleine gewesen. Magia ist da. Macht Schaden, dralala. Hui. Tschüss, Gideon. Ah, der holt sich da das Ding. Ich hol mir das Laufding.
Entwicklung. Kack-Eisling. Quang kloppt da sich das Schild zurecht. Allied Tower destroyed. No. Ich schweige zu dieser Situation. Ich dachte, ich kann da was töten und dann bam, tot. Aber ich war schon echt abgefragt an einer Situation. Wieso gehen die eigentlich alle nicht nach Hause? Heiltränke heilen nicht so gut. Eieiei. Ist hier irgendwo Action? Ja, da hinten sieht nach Action aus. Da. Sehr gut. Törin! Geiler Mann. Papa Bobo macht hier Magic-Kaka. Nein, Trommelmann. Ah, da hat Sapsi ihn gekillt. Was eine freche Sapsi-Biene. Tada! Attacke! Fliegende Kacke. Oink. Ich mag es aber einfach total gerne als Charakter. Das ist irgendwie gerade mein... Ich kann nichts anderes spielen. Mein Hirn sagt nein. Mein Lustzentrum sagt auch nein. An Allied Tower is under attack. An enemy tower is under attack. Ne? Und Quang lauft wieder sicher nicht in die Arme, dann zu zweiter. Ne, 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 ne. Dann klatsche ich hier lieber die so ein bisschen. Nur einen netten Feuerkeule in die Fresse. Zack. Drei. Komm, wir sind jetzt sexy Ladies. Töten unsere Gegner eiskalt. Ding, 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 ding. Too much enemies for me. Ich gehe da rüber und hole mir ein bisschen Kartenzeug. Nicht kämpfen. Pfui. Das wäre das Ende vieler wunderbarer Krieger. Also unserer, das wäre nicht so geil, wenn die tot sind. Nein, du frecher Dachs. Jetzt habe ich noch physische Rüstung und dann haut er mir trotzdem so hart in die Fresse. Floink. Doch. Du Knochen. Warum nicht sind hier welche? Jawohl. Oh,
Ich kann nichts machen. Da kann ich genauso wenig machen, ich muss nach Hause. Wieso teleportiere ich mich eigentlich? Ich glaube, wäre schneller gegangen. Boink. Ned Stratz darüber, schlag ihn tot, schlaf mit seinen Eltern und serviere ihn hinterher kein leckeres Brot. Tatsache von dann gezogen. Hätte jetzt nicht mit gerechnet. Was ein dicker Ohr. Ja, ist ja gut jetzt hier. Ich brauche die Macht. Gib mir die Macht, der mir Kraft schenkt. Gib mir die Macht, die mir Kraft schenkt. Aha. Point. Wieder eine Karte mehr. Sehr gut. Das regelt hier. So. Bitches. Ja, das kill ich vielleicht nicht. No. Wieso hab ich kein Mana? Ach, ich bin in die Scheiße reingelaufen. Wie dumm kann man sein? Na, dafür habe ich ihm das Leben gerettet. Ich kill gar nichts. Ich bin einfach nur die Kanonenfutter heute. Was ist denn los mit mir? Wieder so einen richtig schlechten Tag erwischt. Ich mache auch dumme Sachen. Also, bis auf den Turm kaputt, das war ziemlich cool, aber sonst mache ich echt dumme Sachen. Und nicht nur so detent dumm, sondern so richtig dumm. Wo weh tut. Da ist nicht los, da ist nicht los. Hier, guck mal, die machen ein bisschen Spaß. Hier, die machen Spaß hier. Die würde ich auch ganz gerne mal spielen. Geiler Salto. Boing. Zum Glück haben wir noch die Dinger hier, die Katapultos. Schubido. Tada. Boink. Oh, fuck. Ich hatte ihn fast getötet, aber dann nein.
Mach bitte so weiter. Sehr gut. Ich sehe keine Gegner. So. Ein Valentinsgeschenk für die Bitches. Valentinstag ist vorbei. So wie es bald mit eurer Basis vorbei ist. Schönen Arsch von Minions reinkatapultiert. Alter! Die machen richtig Rambazamba. Ich das mal mit Aurora hier drüben platt. Was habe ich wieder getan? Wieso bin ich nicht einfach... Warum bin ich da reingesprungen? Bitte, bitte, bitte schlag den mit irgendwelchen großen, schweren Gegenständen. Ich... So dumm. So dumm. Warum tue ich das? Ich weiß genau, wie das Ergebnis aussieht, wenn ich das mache. Und das muss ich jetzt jump rein. Jump, jump. In den Tod. Mega, der Idiot. Hinterher! Na, wenn er gut ist, mache ich ihn platt. Na, Scharfschütze-Move? Ne. Jawoll. Na, ja, das war's. Idee zwar war zwar. War zwar gar nicht so schlecht, aber. Das ist. Was, dass ich da zurecht rennen muss? Ja. Irgendwann muss ja jemand kommen. Mhm. Auf zum mittleren Fort machen wir mit, Bitch. Bitch schleppen da. Ja. Okay. Kümmern wir uns um das Ding nochmal. Jawohl, das war's auch mit dem Match. Ceres hat das Ding kaputt gemacht. Ceres hat das Ding kaputt gemacht. Komm, hauen wir ihn noch, Mann. Ceres hat das Ding kaputt gemacht. Ja! Ich habe zwar nichts getötet, aber ich habe das Match, glaube ich, mit entschieden. Weil ich ein cooler Typ bin. Auch wenn ich am meisten... Ne, ich bin gar nicht am meisten gestorben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Wie schon am Anfang gesagt, das hilft ungemein weiter zurzeit in den YouTube-Algorithmus. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Match wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Haut rein! Bye, bye!